Bei mir da ist die Nathalie Aberger und die Nathalie Aberger ist die derzeit sicherlich die unangefochtene U16-Stocksportkönigin Tirols. Die Nathalie hat ihre Medaillensammlung heuer ganz, ganz groß erweitert. Nathalie, was ist Neues passiert heuer? Ja, also angefangen einmal mit der Europameisterschaft, also Euro Grand Prix, Quali im Sommer. Also es war sehr knapp, dass ich überhaupt mit der Vorbereitung mit den Wappeln, da die Quali und der Euro Grand Prix in Klagenfurt sind, überhaupt dann das alles zusammenbringe, dass ich halt da überhaupt eine Leistung aufbringe. Ist aber dann im Ganzen eigentlich relativ gut gegangen. Also mit dem zweiten Platz in der Quali kann man sich schon zufrieden geben. Mit dem zweiten Platz in der Quali österreichweit bei den Mädchen, oder? Genau. Sehr stark. Dann ist natürlich die Quali ja, aber nach der Quali gibt es einen Wettbewerb. Was ist denn beim Wettbewerb passiert? Beim Wettbewerb muss ich sagen, es ist nicht so gelaufen, wie ich würde. Also die Leistung war bei der Quali schon besser. Dann bin ich Vierter geworden, gerade und gerade. Also durch den letzten Durchgang eigentlich. Dann nur in der Vorrunde, oder? Genau, in der Vorrunde. Dann nur Vierter geworden. Hinter der Anja um 10 Punkte. Und dann im Finale habe ich dann noch ein bisschen was aufgeholt und bin dann Dritter geworden. Jetzt weiß ich ja von dir, das ist ja nicht das erste Mal, du warst ja schon mal Dritter. Du warst ja vor 2 Jahren, bevor die Pandemie angefangen hat, warst du ja auch schon Dritter, oder? Ja, genau. Das heißt, eigentlich bist du ja schon ein alter Hase in dem Geschäft, so wie der IFI-Präsident Christian Lindner gesagt hat. Aber es ist natürlich jetzt mal eine neue Vorbereitung und es ist jetzt mal cool, wenn man sie wieder ganz oben sieht, oder? Das ist super, ja. Jetzt noch zu den weiteren Geschichten. Das war ja nicht das Einzige. Da ist ja österreichweit, hab's zugeschlagen, als wäre nicht gescheit. Tirol war jetzt sowieso auch. Jetzt muss ich nicht ganz blöd fragen, was hat dich denn am meisten gefreut? Am meisten haben mich sicher die österreichischen Mannschaftsmeisterschaften, die U16 und die U19 weiblich gefreut. Die U19 weiblich, weil wir das erste Mal in Tirol mit unserer Mannschaft Staatsmeister geworden sind. Und das war wirklich eine super Leistung. Und am Tag davor, am gleichen Wochenende, sind wir Punkte gleich mit dem ersten, zweiten, dritten waren von der U16 mit der fast gleichen Mannschaft eigentlich. Also bis zum letzten Schuss ist es knapp gewesen. Also das war schon. Punkte gleich mit den anderen zwei Mannschaften, die was erster und zweiter geworden sind. Aber da war ja noch was, oder? Ihr seid ja bei den mehreren anderen Spielen 3 Buben und 1 Dirndl oder 2. Ja. Yeah. Und ihr seid ja, glaube ich, 4 Dirndl und 1 Bub gewesen, oder? Ja, genau. Also 4 Dirndl, Ersatzmann und 1 Bub. Wahnsinn, ha? Ja, das war schon gut. Da werden wir mal ein paar geschaut haben, weil das hat man, glaube ich, auch nicht so im Auge gehabt, dass der viel Mädchenbauer zu so einer Leistung fähig ist. Nur eure Trainer haben natürlich allweil schon sehr viel auf euch vertraut und auch diesmal, oder? Ja, also es war sehr, also die Nerven, da hat man schon gut die Nerven haben müssen, weil es war bis zum letzten Schuss zum Zittern. Also es ist auch schon bei mir, ich habe den letzten Schuss gemacht, ich habe gedacht, ich brich zusammen. Also es war wirklich eine Zitterwand, das war echt, man kann es nicht in Worte fassen, echt nicht. Wenn dann die ganze Last abfällt und wenn man es geschafft hat, da freut man sich dann auch umso mehr, oder? Ja. Ich habe den Jubel gesehen, wie es euch entgegensprungen seid. Also so Jubeln habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. So eine Erfolgsleistung wäre in dem Sommer, glaube ich, haben wir in der Mannschaft nie so gehabt, in der U16. Also in meiner Mannschaft war das schon wirklich eine super Leistung und da kann man sich schon richtig freuen. Und auch meine Mannschaftskollegen. Also es war schon eine richtig super Leistung. Du hast siehst auch noch ein paar Sachen gegeben, nicht? Du bist Landesmeister U16 geworden, oder? Mit der Mannschaft. Landesmeisterschaft Bronze mit der Mannschaft U19, oder? Mhm. Und dann hat es natürlich, wie wird schon fast üblich, hätte ich bald gesagt, auch noch eine Medaillenregel bei den Einzelbewerben gegeben. U16 Gold, oder was? Genau, U16 Gold und dann noch in der U19 im Ziel und Zweiter. Super. Genau. Also wieder eine volle Erfolgsquote das ganze Jahr. Jetzt wenn man das so Revue passieren lässt, zuerst die ganzen Erfolge, dann durch die Pandemie eigentlich aus dem ganzen Rhythmus geschmissen, nach der Pandemie wieder so zurück, dann muss man natürlich schon fragen, wer siehst jetzt du das? Wie hast du es überhaupt geschafft, dass das alles so perfekt einfach weitergegangen ist, als wäre man gar keine Pause gewesen war? Also so perfekt war es jetzt nicht, also hätte es auch besser sein können. Aber ich habe auch teilweise 3-4 Mal in der Woche trainiert, also neben der Arbeit und alles, dann nur Training gehe. Weil es war einfach mit dem Wappen und mit dem Training, es ist einfach nicht zusammengespielt und es war einfach auch eine super Saison. Dem ist nichts hinzuzufügen, das war nicht nur super, das war eine riesengroßartige Saison und ich gratuliere dir natürlich recht herzlich zu diesen großen Erfolgen. Aber jetzt noch ganz kurz zur Zukunft.
weil da möchte ich auch ganz gerne was wissen. Es schaut ja fast so aus, als ob jetzt der Sport einmal ein bisschen in den Hintergrund kommt, oder? Was hast du denn vor? Also ich werde jetzt dann auf jeden Fall einmal mindestens eine Wintersaison einmal eher weniger spielen. Also ich werde einmal Pause machen, da ich durch die Schule und durch die Matura mal sehr viel zu tun habe und einmal nicht zum Training so richtig komme. Aber auf jeden Fall will ich nach meiner Pause wieder zurückstarten und wieder bei der Quali in der Europameisterschaft mitspielen und wieder super Leistungen machen. Das heißt also, du wirst jetzt pausieren, weil du ja eigentlich eine Doppellehre machst und innerhalb von 3 Jahren 4 Semester Schule hast, oder? Ja. Und damit du dich auf die Sachen da in der Schule konzentrieren kannst, ist es nötig, ein Jahr zu splitten jetzt, weil die ganzen Europameisterschaftsqualifikationen und Vorbereitungen alle in die Zeit reinfallen taten, wo du im Internat bist und eigentlich unter der Woche gar nicht trainieren kannst, oder? Ja, genau. Finde ich großartig, dass du gleich eine ganze klare Linie machst und dass du dann wirklich auf das konzentrierst. Aber ich kenne dich ja nicht nur als Betreuer, ich kenne dich ja auch als Opa ganz gut. Und was ich weiß, ist, wenn du da was am Kopf sitzt und wenn du auf was hinarbeitest, dann machst du es sehr konsequent. Und deswegen wünsche ich dir diesmal nicht alles Gute für die sportlichen Erfolge, sondern für die beruflichen, weil die mindestens genauso wichtig sind und weil du dir fürs ganze Leben brauchst. Nathalie, herzlichen Dank fürs Interview und alles Gute für die Zukunft.